Willkommen! Diesmal ist der Wolf dran mit. Boah, und der spielt. Ey, du darfst das nicht unterschätzen, Nee, ne? nee, um Gottes Willen, Das gar nicht. ist. Das ist aber nur Porto. Das ist halt, Ja, das ist nur was hat Porto, das mit aber. Ultimate Team zu tun, weißt du? Das spielt doch einfach Seasons, du Opfer. Ja, aber Ja, ein Ultimate Team bisschen. ist ganz anderes Spiel. Ja, aber ich muss ja ein bisschen ranten jetzt. Was musst du? Aber ich muss eigentlich nur die Klappe halten, spielen, der Luca redet. Aber du musst jetzt erklären, was du musst. Ich muss gewinnen. Ach so, okay. Nicht? Ja doch, aber ich habe das Wort nicht verstanden. Renten. Ranten. Hier Ranten musst du was ist ausleihen. quasi ragen, Ach verstehst du? so, ist klar. Ach so, ja, du spielst ja mit The Germans The oder wie dem Germans, nee. Wolfpack. Wolpack! Wolfpack. Hallo Yoshi! Ja, der Gegner Boah, mit ist der dem Controller. Port. Ist der im Arsch? Übelst, du merkst es nicht beim Spielen, dass der Gummi fusselt? Nee. Warum nicht? Weiß nicht. Zu dicke Hände. Aber der Müller, der wird hier fast gelegt, kommt hier nicht zum Abschluss und wird da schön ausgetanzt von Alexandro. Ja, nicht zu verwechseln mit Alessandro, sind nämlich zwei Namen. Und Ah, Alejandro. Danilo, der neue Madrid-Zugang. Hier aber noch bei Porto. So, Quintero. Macht eine Ballrolle über die andere, der spielt das da locker im Mittelfeld mit Casemiro. Jackson Martinez, der bei uns absolut Flop war am Anfang. Da steht zwei Leute, spielt dann auf die nächste, auf die andere Seite, auf Gilas. Dann kommt der Christian nicht mehr dran, der Herr Tejo. Der hat super Bock, hat er nämlich. Neuer mit dem Abschlag. Wer steht denn da? Der Müller, der kommt sogar ran. Aber Robben leider nicht. Schade. Wäre durch gewesen mit seinem Tempo. Und der Telo ist wieder da. Der Tejo, Telo. Kommt aber nicht durch mit dem Pass. Neymar jetzt auf links zusammen mit Götze. Und Müller legt nochmal ab, schön und Lahm pennt. Aber holt den Ball Okay. wieder. Spielt nochmal sicher zurück. Und der ruft wieder das Spiel hier schön schnell machen. Und da kommt der Kopfball. Und Neuer ist da. Oh, Weltklasse. Weltparade. Weltklasse-Reaktion da vom Weltmeister. Quasi So. weltmeisterlich. Ja, weltmeisterlich da reagiert, gehalten, festgehalten. Unglaublich. So, Neymar jetzt erstmal durch. Bringt die Flanke einen Tick zu weit. Und Porto, nenne ich die jetzt einfach mal, könnte kontern. Quintero, ja, so nicht. Der grätscht schon nochmal. Warum auch immer. So, wieder dieser lange Ball. Götze auf Außen, auf Neymar. Der spielt zurück auf Alba. Ach komm, spiel doch zurück auf Neymar. Quintero auf Gilas, also der spielt da mit sehr vielen Pässen, dann auf Außen und dann im Machen Abstoß. wir so. Wieder langer Ball auf Müller, der kommt wieder dran, aber außen steht dann halt Robben nicht mehr, weil er halt nach innen zieht. Weil er ja nichts anderes macht, wenn er Fußball spielt. So, Quintero, der spielt jetzt nochmal nach Außen auf Varela, der mit dem Chop kommt durch. Nochmal ein Chop, aber Boateng macht einen Spagat und holt den Ball. Götze auf Müller. Müller jetzt alleine. Kann er, anscheinend. Zieht nochmal zurück und spielt den zu Casemiro, der das Dunk annimmt und das Spiel nochmal neu aufbaut. Und wieder Quintero da vorne. Gias. Wieder Quintero, der hat, glaube ich, die meisten Ballbesitze da. Varela jetzt startet auf Außen. Alexandro, Alexandro. Ja, will nach innen ziehen, gelingt ihm sogar. Zieht nochmal und fällt da fast hin und zieht da fast den Elfmeter. Quintero, ah, ja, da durfte er nicht choppen. So, und jetzt Götze wieder mal mit dem Konter. 4, 3 gegen 3. Ja, fast. Kommt leider nicht durch, der Robben. Piszczek, Einwurf auf Lahm. Der sieht Götze, der sieht in der Mitte Iniesta. Dann ist auch Feierabend beim Verteidiger. Gias wieder, der kann laufen, die können alle laufen bei Porto. Ist jetzt aber alleine gegen zwei und dann ist Ramos da. Ich spiele ihm im Arsch und das funktioniert. Ja. Oh, böses Foul da. Haut er dem sein Standbein da weg. Ach so, dann macht das Er schnell. macht schnell, er spielt sehr schnell. Ja, Casemiro nochmal, aber Ramos passt auf. Ja, Alexandro auf der anderen Seite. Sehr offensiv spielt ihr mit beiden Verteidigern da.
Ja, und Alexandro kommt durch und Alexandro versucht ihn da irgendwie noch über die Linie zu streicheln. Kommt aber nicht ganz dran und dann Gias aber dann noch. Lässt sich davon nicht überraschen. Im Fünfer wird dann nochmal rumgepasst und Götze jetzt schön mit dem Hacke zu Hacke. Ja, Müller, der kann sich da leider nicht durchsetzen, kann den Ball nicht richtig annehmen. Aber gut gedacht, der Pass. So, Danilo wieder. Ja, versucht mit so einem flachen Pass. Der konnte nicht ankommen. Und Neymar gegen Theo. Das gewinnt Neymar. Hat da ein bisschen Platz jetzt. Gegen Danilo. Neymar gegen Danilo. So wird es auch in der nächsten Saison sein. Swiss Game Wonder, vielen Dank für deine 3-monatige Subscription. Vielen Dank für 3 Monate Treue hier. Ja, das hätte böse enden können. Boah, da war Ramos noch dran. Ja, sonst wäre, glaube ich, gefährlicher gewesen. So, aus der zweiten Reihe. Alba! Oh, und nochmal Hector. Gar nicht so schlecht. Hector da noch im Tor, oder? Ne, Helton. Hector war jemand anders. Und wieder rennt Helton raus. Und wieder Alba und wieder Ecke. Das machen wir jetzt bis zur 90. oder? So, Iniesta nochmal mit dem Eckball. Wieder in die Mitte, kommt eigentlich ganz gut und alle fliegen vorbei. Alle fliegen vorbei. Und Varela macht das gut, lässt den Ball ins Aus gehen und stark. Stark zurückgeköpft da, ich weiß nicht von wem, ich glaube es war Neymar. Iniesta hat jetzt da ein bisschen Platz, hätte vielleicht direkt mal abziehen sollen. Ja, ich habe schon gedrückt, so ist es nicht. Theo versucht da vorbeizukommen an Alba, gelingt ihm nicht, aber jetzt der Einwurf. Ja, echt. Ja, echt. Einwurf. Verstehe ich auch nicht, aber ja, verdammt nochmal. Kann sich auch über alles aufregen. Robben zurück auf Boateng. Boah, das ist viel zu schnell, ich komme gar nicht hinterher. Aber Robben jetzt wieder am Ball und abseits von Lahm. Ja, da hat er sich wahrscheinlich gedacht, ich bin so klein, dass er eh nicht man sieht mich gar nicht. Und Rudi Völler schwingt da die Fahne an der Seitenlinie. Robben. Wieder wird er angespielt, ist glaube ich nur vorne auf außen gar nicht mal so aktiv, zieht viel öfter in die Mitte, wenn Müller da mal einen Ball annimmt. Und jetzt Martinez gegen Boateng, keine Chance. Martinez verliert da den Ball an Boateng und wieder Iniesta auf Neymar. Der spielt zurück, Alba und jetzt hat Neymar ein bisschen Platz, wobei Indi da auch schon auflauert und den Ball Richtung ausklärt. Der Schuhns, 14-monatige Subscription. Das ist mal eine Ansage. Vielen Dank, Schunz, für 14 Monate Treue im Wolfpack. Der Junge, Schunz Junge, ist der Schunz. Ist aber auch so einer, der genießt, oh, ne? Oh, warum? Ja, weil ich den nicht so wirklich aus dem Chat kenne. Das ist ein Genießer. Ja, ja, meine ich ja. Das ist ein Genießer. Deswegen ganz selten mal. Ganz selten. Ja, finde ich gut, dass er das trotzdem macht, ja, auch wenn er nicht so wirklich chataktiv ist. Genau. Also mal Genießer, finde ich schön. So, schade, dass er da eigentlich abpfeift. Du findest eine Frechheit. Ich war gerade mitten im Schuss eigentlich. Aber gut. Der Schiri ist wie der Lehrer, ne? Der Lehrer beendet den Unterricht. Ja. So, Alba, Iniesta war kein Abseits. Neymar ist da durch, hat jetzt Platz, könnte die Flanke schlagen. Die kommt gut, 1-0. Wer ist denn das gewesen? Nummer 5, Müller? Ja, Nummer 5. Klassisch. Der hat ja auch im Mittelfeld jedes Ding gewonnen. Ja, ja, der ist kopfballstark. Der ist kopfballstark, ne? Ja, da zeigt ja auch die Bayern. Nur die falschen, ne? Welches Trikot? Das ist 68. Ja, ja, bleibt dem Münchner treu. Ja, und Gias. Ja, Sia. Martinez jetzt. Kommt da die Antwort, die direkte? Ja, kommt dann einfach bei. Sieht, aber macht auch immer dasselbe, ne? Also. Das ist ja fast wie ich. Ja. Sehr durchsichtig, könnte man sagen. So, Gias, so ein Job. Nee, bringt den Chip. Macht's mal anders. Hat schon, glaube ich, jetzt gemerkt, dass ich schon weiß, was er macht. Götze, der kommt nicht an. Alexandro jetzt nochmal. Eigentlich Linksverteidiger. Ich weiß gar nicht, was der da im zentralen Mittelfeld zu suchen hat. Und Neuer hält den Ball am Fuß. Oh. Und rennt nicht dran vorbei. So, Gias, zieht mal ab. 1-1. Ja, das ist der Neuer. Wenn stark der Mann nicht Neuer im Kasten bleibt. Stark Neuer. So, und wann geht Neuer in Rente? Ja, unglaublich. Hat ja, das Zeit ist halt typisch Neuer, der läuft halt so schlecht weg. Aber warum schießt er denn so schlecht weg? Das hätte gegen Algerien auch schief gehen können, damals bei der WM. Aber Neuer ist halt auch eher so der Libero, wenn halt vorne, hinten nichts geht. Ich kann trotzdem jetzt nicht verstehen, warum der so einen schlechten Pass spielt. Robin, jetzt komm, da ist so noch genug Zeit, diesen Fehler zu verkraften. Iniesta
Zurück auf Neymar. Die machen das da gut, spielt er durch die Lücke und dann haut Lahm richtig rein. Sag mal, dass der kleine Mann auch mal rüde sein kann. Sollen ja nicht vergessen. Lahm, klein, aber oho. Götze. Oh, was hat der denn da versucht? Naja, ein Pass ablegen. Und jetzt war Rehle auf der anderen Seite. Ein Job, natürlich. Kommt aber vorbei, noch ein Job. War eigentlich schon vorbei, aber bringt sich dann nochmal in Schwierigkeiten. Aber lieber noch ein Job, das passt ja, schon. Natürlich, das muss fürs Gameplay gezeigt werden. So, und Casemiro, Varela, oh, jetzt will er dich austanzen. Aber du hast da auch kein Interesse, warum auch. Und dann schlägt er halt so einen Fehlpass. Und Neymar wieder auf der anderen Seite. Ja, auf Iniesta, oh, der will schade, da Robben schicken, Robben aber gleich. Robben zieht schon wieder nach innen. Ne? Das ja, ist halt, warum? Ja, Robben, der zieht immer nach innen. Von links ab in aber die Mitte. Aber wenn Higuain da steht, dann kommt der da nicht in die Mitte. Wie? Wenn Higuain in der Mitte steht, zieht Robben nicht dauernd in die Mitte. Ist es noch nie aufgefallen, dass er das jetzt nur macht, seit ich da Müller hingestellt habe? Boah, ist ewig her, aber kann gut sein, weil halt Müller vielleicht andere Workrates hat. Das weiß ich nicht. So, Neymar. Oh, der stoppt da nochmal, bringt jetzt die. Oh, die kommt gut, schade, dass er nur Lahm kommt. Mein Gott, aber wir haben ja beim Schutzlaufen schon gesehen, der Kleinste kann auch die Tore schießen, ne? Der Junge mit dem Diaz. Ja. Ja. Und jetzt Robben wieder. Oh, ah, da wollte er sich schon direkt vorlegen und in die Mitte sprinten. Wahrscheinlich. Iniesta. Ja, schöner Ball, aber leider wäre es abseits gewesen. Ja. Und Danilo wieder. Danilo bringt jetzt mal einen langen Ball auf Jackson Martinez, wird abgefangen von Boateng. Der Jackson Martinez hat da keine Chance gegen den Schromm. Und jetzt kommt mal ein aber starker Pass, so aber dann braucht Müller zu lange, um mal den Antritt da zu starten. Müller. Komm, pass doch! Robben! Robben, ja, stellt den Körper rein und holt sich den gut. Einwurf. Was jetzt? Gelb. Für? Casemiro. Piszczek. Auf Boateng. Der hat Bock. Lahm. Lahm. Dann laufen alle blind nach vorne und Danilo jetzt. Der ist natürlich nicht langsam. Danilo auf Martinez. Diesmal kommt er durch gegen Boateng. Aber Alba ist schnell genug und holt sich den Ball wieder. Nein. Und dann wieder so ein Varela-Dingen. Oh. Was war das denn? Schön abgeprallt zum Gegner, der völlig frei steht. Fast schon geschenkt, aber die Chance nutzt er nicht. 75. Minute. Müller gewinnt mit der Kopfballduell, nur leider die falsche Richtung. Quintero, so, und jetzt spielt er mal anständige Pässe und Bälle und hört auf anständig. Ja, hört auf zu tricksen da. Wenn er das aufhört, dann hat er vielleicht gute Karten, aber ansonsten versorgt er sich selber alles und da kommt Robben noch hinterher. So, jetzt ist da genug Platz. Robben, ja, ersten und dann wollte er zu viel. Aber das Götze noch, Götze! Das darf doch nicht sein, Götze, das ist alle Zeit der Welt. Er hätte die 90. sein müssen. Oder ja. Die 112. oder was das war, weiß ich nicht. Ach Götze, ich bitte dich, das war eigentlich ein klares Ding. So, und Gias, da wird da gelegt von Robben. Nee, nicht von Robben, von Ramos. So, Neymar jetzt. Was macht er? Was macht er? Lässt sich da stoppen und kriegt den Freistoß sogar. Freistoß? Ja. Direkt meint er natürlich. Schön in die Mitte auf Lahm. Der Kopfball stark geht. Der Philipp gewinnt das Kopfballduell und schlägt ihn. Oh, wie geil. Und köpft ihn ins lange Eck über den Keeper. Keine Chance zu halten, ey. Unglaublich. Alter. Gegen 3 2-Meter-Männer gefühlt. Steht er genau richtig, hält den Kopf hin, springt nicht mal richtig hoch. Sieht, dass der Tor ein bisschen raus ist und die Technik hat der Lahm. Die Technik hat der Lahm. Zack! Über den Torwart, ey. Lupft der dem im Kopf. Unglaublich. Das muss er erst erschaffen, ey. 82. Martinez hat keinen Bock mehr. So, Casemiro auch nicht mehr, die Spieler generell auch nicht. Und schießt erstmal Götze vom Kopf. Iniesta. Auf Götze. Der schickt Müller, der aber nicht rankommt. Ah, ist ja kein Sprint-Wonder. Sprint-Wonder. Wanderhau. Wäre so eine Karte für FIFA 16. Sprint-Wonder. Ja, der Lahm, der kann's ja, ne? Im Kopf. Jetzt bloß nicht noch einkassieren, ey. Bloß nicht noch einkassieren, ey.
Den habe ich ja nicht. Oh, draußen gut gesehen, Gias. Ja gut, da war keiner mehr dran, glaube ich. Gibt Abschluss. Das hatten wir auch noch nicht, ich habe 2 Kopfballtore gemacht. Das ist unfasslich. Ja. Der Müller ist da echt stark an der Position. Varela Meccano, der gewechselt. Weiß ich nicht. Schönen Körper, er kommt da gut durch. Stellt nochmal zurück auf Varela. Komm! Holt euch doch die Pille! Casemiro hält jetzt noch den Ball, müsste langsam nach vorne spielen. Zeit rennt. Und jetzt ist da genug Platz. Götze, 3 gegen 1, 3 gegen 2, 3 gegen... Ja, da steht ja nochmal Müller. Vielleicht nicht die optimale Idee. Jetzt verfängt er sich ein bisschen und dann ist Götze da und der macht den da. Aber boom, Jungs! Der Wolf holt 3 Punkte. Sie. Stark. Ja, und Helden. Held der nicht. Sonst wäre der 3 jetzt nicht gefallen. Götze, 90. trifft er wieder. Ah, ja. Das ist. Warum geht er nicht? Ja, ne, warum eigentlich nicht? So, der Mayo trifft. Da will er mich verarschen. Ich glaube, es hackt, ey. Ja, da geht dann noch das 4-1. Ja, oh, okay, Philipp. Philipp hat Bock. Jawohl. Oh! Ja gut, die Latte hat natürlich gefehlt jetzt in deinem Spiel. Ja, natürlich, ich muss ja einmal, ne? Einmal muss ich ja alle minimal, aber der Philipp, der hat ja richtig Interesse, ey. Der Philipp, der hat... Stark, Alter. Der hat quasi für seine Größe richtig groß was vor, ne? Ja, spielt großen Fußball quasi. Ja, der Kopfball war sensationell, der letzte Schuss auch fast. Oh, der letzte Schuss, wenn der auch einfach nochmal ganz trocken reingegangen wäre. Die Wolves gewinnen! Das sind wichtige 3 Punkte. Man muss es auch positiv sehen, wir haben in 2 Spielen nicht einmal verloren. Ey. Ey. Hi. Ey, hi. Das ist vor noch nie passiert. Gefühlt. Doch, ist schon passiert, aber lassen wir das. Lang, lange ist her, ist okay. Neymar, 9,2 bester Spieler. Verstehe ich nicht. Also der Philipp hätte ich. Also Philipp nur eine 7,6, das ist mir unbegreiflich. Also Philipp locker 8,5. Aber okay. Philipp 8,5? 9,7. Vielleicht auch eine 9,7, wer weiß das schon. Ja, geiler Scheiß. Ja, dann Luca, dann knüpf doch mal an der Leistung an. Ja, ich hoffe, ich krieg nicht so wieder so FIFA-Aids. Ja, so FIFA-Aids. Okay, und Aids.